Servus Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von Noahs Arche für das NES. Ich werde dieses Spiel in ein Video reinpacken, einfach aus dem Grund, weil ich für dieses Spiel kein anständiges Thumbnail erstellen kann, weil es davon irgendwie nichts dergleichen gibt. Dieses Spiel ist nicht blind für mich, ich kenne es von meiner Kindheit. Ich habe es oft genug gespielt, es ist glaube ich gar nicht so einfach. Nur das letzte Mal, dass ich es gespielt habe, ist Jahre her. So, es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Wir haben Easy, Medium, also normal und den Hard Mode. Allerdings, und das ist das Einzige, was mir in dem Spiel nicht so gefällt, wenn man auf normal spielt, kann man die erste Welt nicht machen. Wenn man auf Hard spielt, kann man die ersten beiden Welten nicht machen. Also sprich, um das gesamte Spiel zu zeigen, muss man es auf Easy spielen. Weil würde man auf Normal spielen, würde man Europa überspringen und würde man auf Hard spielen, würde man Nordamerika und Europa überspringen und das mag ich nicht. Ja, jedenfalls, ich möchte das ganze Spiel zeigen, deswegen auf Easy. Wir fangen in Europa an. Ja. Oh, da lieben sich die Kanickel. Böse Römer. Warum auch immer der Kanickel schlachten will, aber naja, vielleicht als Essensutensil. Was weiß ich. So, dieses Spiel hier. Oh, jetzt nehme ich den schwarzen Rand allerdings auch auf. Egal, vielleicht kriege ich das irgendwie weg. Später definitiv. So, wir sind Noah, wir müssen die Tiere befreien. Was können wir? Wir können springen, wir können schießen, wir können uns ducken. Gucken dabei ziemlich doof. Ja, ich glaube, ich werde alles mit der Zeit erklären. Es gibt hier auch verschiedene Upgrades. Und es gibt solche Dinger hier. Überall, in jeder Level gibt es versteckte Türen. Ich wusste mal, wo alle Türen waren, aber das weiß ich mittlerweile nicht mehr. So, schauen wir mal, kriege ich alle? Das ist gar nicht so einfach, hier alle zu bekommen. Man muss schnell sein. Gut, das erste hier ist noch verhältnismäßig einfach. So, und es regnet. Riesentomaten und Früchte aller Art. Und Edelsteine und grüne Äpfel und Gurken und alles. So, natürlich kann ich das Leben jetzt nochmal holen. Das ist so ein Lebensspawner, so ein gnadenloser. Ein gnadenloser Lebensspawner, ja, schön. So, jetzt haben wir ein anderes Geschoss. Das hängt davon ab, welches Zeichen hinten auf der Ente zu sehen ist. Vielleicht zeige ich das mal genauer, wenn es geht. So, diese Frupfe hier sind dafür zuständig, dass, wenn man sie zerstört, sinkt das Wasser. Denn das Wasser hat natürlich auch so seine Tücken. Da sieht man die Ente, da unten seht ihr es. Dieses Ding, was sich verändert hinten an der Ente, das zeigt dann, welches Geschoss ausgerüstet werden würde, wenn man die Ente einsammeln würde zum jeweiligen Zeitpunkt. Ich möchte noch was anderes zeigen, weil hier gibt es ja auch okay, das weiße Elixier, das ist eigentlich unnötig, eigentlich, aber ah! Ich habe nicht aufgepasst, da kam der böse Römer. So, da ist noch eins. Noch eins, ja damit. Weil ich habe nicht mehr so viel Heilung, nicht mehr so viel Lebenskraft. Und der Gegner ist tot, ja. Das sind die ersten 0815 Gegner hier in diesem Spiel, die können nichts Besonderes, sind natürlich nicht die Endbosse. Nein, Orange! Jawoll! Die Musik ist echt toll in dem Spiel. Und da kommt ein Aasgeier! Ein Nala! Man hört vielleicht mal die Taste, weil die klemmt immer mehr mit der Zeit. Ja, hier die Schneeflocke ist ein Zeitstopper. Nein, ein Leben ist nach unten gefallen. Ja, das schwarz-weiß blinkende Ding. Ah, das ist sowas wie ein Stern. Boah, ich dachte, ich falle jetzt runter. Boah. Das sieht man dadurch durch diese Funken, die hinten, die Noah hinten hinterlässt. Boah, danke. Und hoch. Nein, nein, nein. Das Elixier ist nämlich ganz böse. Das klaut ein Items. Moment, Moment. Genau.
Ansonsten gibt es ja noch andere Items, die man einsammeln kann. Es gibt. Oh nein. Und da. Ja, jetzt kann ich es vergessen. Oder? Ja, ich kann es vergessen. Es geht sich nicht mehr aus. Ja, es geht sich nicht aus. Unter Wasser ist man natürlich langsamer. Ja, das war's. Eins habe ich vergessen, deswegen gibt es keinen Bonus für mich. Es gibt natürlich auch weitere Hilfsmittel, zum Beispiel also sowas wie die Schneeflocke, die wir gesehen haben, die Zeit stoppt. Oder die hier jetzt nochmal ist. Boom. So, ich nutze mal den hier als Sprungmittel. Ja, das hier, da, diese Eule oder was das sein soll, das verwandelt uns in eine Statue. Ja. Nein! Und das Elixier klaut uns die Statue auch gleich wieder. Toller Vorführeffekt. Ich konnte nicht mal zeigen, was sie drauf hat. Aber ich kann es erklären. Die Statue macht unverwundbar gegen aua, kleinere Geschosse. Ah, jetzt haben wir die Bowlingkugeln. Macht unverwundbar gegen die kleineren Geschosse, wie sie zum Beispiel diese Ratte hier jetzt gerade geschossen hat. Genau das da. Und man kann auf Stacheln laufen, also auf den Instant Death Stacheln. Ah, jetzt habe ich hier Unverwundbarkeit. Es gibt auch noch andere Dinge, zum Beispiel gibt es eine Fischgräte, die einen in einen, einen Fisch verwandelt, sobald man das Wasser berührt. Dann gibt es einen Ring, der einen Flügel verleiht. Dadurch kann man eine begrenzte Zeit fliegen. Und ja, nur im Wasser kann man dann nicht fliegen. So, weg mit dir. Aua, aua. Egal. Ja, damit. Ich glaube, das Spiel wird nicht sonderlich lange dauern. Aber ist ja auch logisch, ich kann das. Aber es ist auch fordernd. Später dann. Das ist gerade mal die erste Welt. Oh, nein! Ja, wenn ich so ein Männchen verliere, heißt das, die Hälfte meiner Lebenskraft geht flöten. Einfach. Ja, Flügel. Geil. Gerade im richtigen Moment. Man kann aber nicht unendlich fliegen. Zumindest hier nicht. In Bosskämpfen kann man's. Aber ich habe Angst vor einem Bosskampf, weil der war nicht so einfach. Vor allem. Oh, Zeitstopp. Ach, egal. Brauche ich nicht. Leben! Oh, das hier ist so ein ganz lustiges Ding, weil das verwandelt sich in alle möglichen. Ah, nochmal hier Unverwundbarkeit. Wenn man hier unten entlangläuft, gibt es drei Leben. So ein kleines Secret. Moment, Moment. Da, eins, zwei, drei. So, der Römer noch. Jawohl. Und schon sind wir am Ende. Geht ziemlich fix hier. Ich habe jetzt hier die Bowlingkugeln. Die sind nicht so geil. So, die Tür bringt uns zum Endboss. In jeder Welt gibt es einen anderen Endboss in Form eines Tieres oder später dann. Es gibt zwei Endbosse, die keine Tiere sind. Ne, Moment, drei. Drei Endbosse sind keine Tiere. Der erste, der ist ein Fisch. Ja, es ist ziemlich einfach. Das ist auch der erste Boss. Das waren noch Zeiten, wo ich als Kind das Spiel gespielt habe. Das waren damals noch. Als ich den NES gerade erst entdeckt hatte, das war. Oh, das war's schon. Das war ja damals noch bei Verwandten, bei unserem Cousin und unserer Cousine. Und ja, das allererste Spiel, was ich jemals gespielt habe, war eben bei meinen Verwandten. Und das war das NES-Spiel Power Blade. Meine Cousins, die hatten das Spiel hier, die hatten Mega Man 2, Mega Man 3, Mario Bros. 1, 2 und 3, also das hier, Totally Red, eine Olympiade hatten sie, ich glaube die Turtles hatten sie, also sie hatten eine ganze Menge. Und das war übrigens auch das allererste Mal, wo ich Sailor Moon gesehen habe. Oh, Nordamerika, zwei Stinktiere. Keine Ahnung, was ein Indianer mit Stinktieren anfangen will. Will er sie vielleicht skalpieren oder so. Oder eine Qualle. Und
Natürlich fängt man mit den Items an, die man im letzten Bosskampf noch hatte. Ah, übrigens, der Fisch, der ist ein bisschen mies, weil der kann sich, also hier Melonen und so weiter, füllen eigentlich Lebenskraft auf, aber der Fisch kriegt die nicht. Der kriegt sie nur, wenn er als Fisch unterwegs ist, also sprich, wenn er im Wasser als Fisch diese Melonen einsammelt, dann kriegt er Lebenskraft gut geschrieben. So über Wasser kriegt er sie nicht. Umgekehrt ist es beim Flügel. Und der Flügel kriegt nur außerhalb des Wassers die Lebenskraft gut geschrieben. Der, ja, außerhalb des Wassers. Sobald der Flügel, sobald man mit Flügel im Wasser ist, kriegt er keine Lebenskraft dazu. So, deswegen, wenn ich jetzt sowas einsammeln würde, und hier war doch irgendwo, genau. Ich habe mich erinnert. Oh nein. Vor allem, ich habe jetzt den Fisch, das ist natürlich bescheuert. Schnell! Oh, Moment. Das ist jetzt praktisch. Geil. Mega Ding, komm her. Jawohl, Mega Tomate. Eine Gurke! Oh, Edelsteine, her damit. Ich bin geldgeil. YouTube Money. YouTube Money vor allem. Weil ich meine Videos nicht mal monetarisiere, aber egal. Oh nein, jetzt habe ich hier Bowlingkugeln. Aua. Das weiße Elixier ist einfach nur dafür da, dass sollten wir dieses Schwarz-Weiß-Blinden-Elixier bekommen, dann wird einem sofort das weiße Elixier abgenutzt und nicht etwa zum Beispiel mein Fisch. Oder die Hälfte meiner Lebenskraft. Aua. Das kann ich mal demonstrieren, seht ihr? Ich habe jetzt absichtlich mein Elixier verloren, aber es macht ja nichts. Wo ich jetzt wieder einsammeln können. Ach, egal. Weg da! Aus dem Weg! Hier kommt Noah, um seine Tiere zu retten. Jetzt werde ich den Pfropfen hier natürlich nicht zerstören, weil das wird das Wasser sinken. Und dann hätte mein Fisch hier nur Nachteile. Oh, Flügel. Jetzt hat mein Fisch natürlich Vorteile. Oh nein, ich habe das dümmste Geschoss. Auch nicht gerade besser. Egal. Ich bleib mal hier stehen. Oh, treffe ich so gut. Ja, jetzt. Komm her. Mit Flügel ist etwas schwer umzugehen, aber im Laufe der Zeit habe ich gelernt, damit umzugehen. Auch wenn ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe, sollte ich damit noch umgehen können. Oh, Indiana! Gekillt! War ja nicht noch einer? Nee. Aua! Eine Statue. Nee, ich bleib beim Flügel. Den finde ich besser. Weil die Statue kann sich nicht ducken. Das ist ein Nachteil. Wenn man dann zum Beispiel sowas wie Pfeile hat, hat man später enorme Probleme. Wenn man sich irgendwo durchbohren muss. Ich benutze dich als Trampolin. Und dich auch. Was? Du hast mich gebissen. Miese Schlange. Macht natürlich ziemlich viel Schaden, die Gegner. Ja, egal. Qualle! Wenn man das gut macht, kann man damit fast das ganze Level überfliegen. Ihr seht hier, wie easy das ist. Da haben wir noch eine Statue. Ja, ich hätte die Statue mal holen können, als Demonstrationszwecken. Hallo, Lande! Buttmashing! Das war's. Seht ihr, wie easy das ist? Ja, damit. Aber es wird nicht so easy bleiben, glaubt's mir. Spätestens ab Welt 3 wird's ein bisschen schwieriger. Hm. Ja, toll, jetzt habe ich hier, na gut, geht so. Das schon mal zur Sicherheit, damit ich die Vögel nicht verliere, falls was Böses kommt. Da unten haben wir übrigens noch einen Flügel. Ich habe darin immer einen Ring gesehen. Ich wüsste nicht, was das sonst sein sollte. Hallo Indianer. Hallo zweiter Indianer. So, da gehe ich unten lang. Da oben haben wir einen Fisch. Und
für den Fall, dass ich zu Fisch wechseln wollen würde. Will ich aber nicht. So, weg damit. Ich hätte vielleicht meine Waffe wechseln sollen, weil ich weiß, was gleich kommen wird und das gefällt mir nicht, vor allem mit der Waffe. Also mit der Geschossart. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade besser, aber egal. Vielleicht kann ich es nutzen. So, jetzt sollte hier das Ende sein. Ja. Gut, dann stelle ich mich hier hin und warte schon mal. Das kann ich auch mal zeigen, was Noah macht, wenn er wartet. Wird er ungeduldig, der alte Mann. So, und jetzt kommt ein Gegner, der mir überhaupt nicht gefällt. Nicht nur vom Aussehen her, sondern er ist ziemlich schwierig. Wenn man nicht so gut darin ist. Seht schon, was im Hintergrund da fliegt. Oh, ne Mörder-Spider. So. Da habe ich schon mal einen Flügel, das ist nicht schlecht. Übrigens, während Bosskämpfe kann man unendlich fliegen, aber vor der Spinne kann man sich teilweise nicht verstecken, weil die kommt dann in die hintersten Winkel und dann killt sie einen. Und die Bosse sind Instant Death. Also man verliert dann den Flügel instant, aber man kann hier sich nicht nirgendwo retten. Seht ihr, die kommt immer näher. Ich muss sie killen. Jawohl, gut. Wäre sie jetzt noch ein bisschen näher gekommen, hätte es mich in die Ecke gezwängt und hat es mich in ihr Bein gegriffen. Das wäre schlecht gewesen. Es geht ziemlich fix hier. Toll, schönes Übergangsprojekt. Wenn ich so weitermache, dann würde dieses Let's Play zwei Parts lang werden oder drei. Ich will aber nicht so ein komisches Let's Play, deswegen klatsche ich es lieber in einen Part. Sagen wir mal, wenn ich 25 Minuten machen würde, würde das Spiel wahrscheinlich zwei Parts dauern. Oh, Vögel, ich weiß aber nicht welche. Tukan oder so. Ne, Tukan hat einen anderen Schnabel, oder? Das Magier. Der Geschosse wie Kamek schießt. Oder so ähnlich. Oh nein, nicht die Bienenwaben. Die haben mir in der Vergangenheit Kopfzerbrechen bereitet. Oh, die Frösche hier. Sorry, dass man meinen Controller so hört, aber ich kann dagegen nichts tun. Ja, jetzt habe ich den Fisch, den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, verdammt. Ich wäre jetzt nicht gern beim Flügel geblieben. Nein! Ach, shit. Ich wollte eigentlich springen, aber versehentlich die falsche Taste gedrückt. Also ich habe nach unten auch gedrückt gehabt. Ja, Flügel! Ach du Scheiße, nein! Jetzt werde ich sterben. Oh, gut. Schnell durch hier. Ich müsste die Statue eigentlich so... Moment, hier war doch... Genau, hier war was. Wie soll ich es zeigen? Ja. Weil jetzt mit der Statue ist das natürlich weitaus schwieriger, hier durchzukommen. Ach, nö. Ja, danke. Statue. Ja, super. Mit der Statue ist das bescheuert. Ja, ich habe schon verloren. Ja, danke. Ja, eines habe ich nicht bekommen. Brauche ich den Flügel? Flügel ist gut zum Rushen. Aber ich glaube, die Statue bekommt auch weniger Schaden von den Gegnern. Ja gut, der Zickzack-Geschoss, das ist schon mal nicht schlecht. Die Schlange da oben lasse ich mal in Ruhe. Zickzack-Geschoss, damit kann die Statue wenigstens was anfangen. Hallo? Oh, du Frosch. Froschkönig. Jetzt werde ich mal hier warten. Jetzt werde ich die beiden da unten lassen. Dieser Mega-Frosch, der ist auch Instant Death. Ich glaube nicht für die Statue. Oh, wenn der Kleine mir schon die Hälfte Schaden macht, ja, dann ist er für die Statue auch Instant Death. Egal. Ach, Mist. Weg da! Bienenwabe, Honig, nicht Honig, ja.
Flügel. Ach shit. Egal. Jetzt kann ich Fisch mit Fisch bekämpfen. Boah. Ja, ist schon mal. Oh nein, dümmstes Geschoss. War hier unten nicht irgendwo was? Nö. Da war hier irgendwo was. So einfach Button mashen. Ja, super, danke zum Zeitverschwenden. Ich will das Zeug da oben haben. Stage 8 schon. Später gibt's. Nein! Oh! Gemeine Stages. Oh, Magier! Ja, der hat ein Leben gedroppt. Also, ich glaube nicht, dass ich das Spiel No-Death kann. Ich habe es mal versucht. Also, in der Vergangenheit hätte ich es No-Death geschafft. Aber. Das heißt, muss weg. Ich könnte mich auch da jetzt unten durchbohren. Werde ich aber bleiben lassen. Als Kind hätte ich das Spiel No-Death geschafft, jetzt nicht mehr. Weil ich habe es vor kurzem mal versucht, aber ich bin nur bis zum Endboss dieser Welt gekommen. Der hat mich dann getötet, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber Super Mario Bros. 2 versuche ich seit ein paar Tagen No-Death. Zwar nicht ernsthaft, nur so just for fun, aber... Und naja, ich sterbe trotzdem durch dumme Fehler. Oh! Übrigens, die Bienen können einen im Wasser nicht erwischen, was irgendwie logisch ist. Aber warum springe ich da rein? Okay. Nein! Oh, Biene. Magier! Gut, Zeitstopp. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder einen Fisch. Egal. Habe ich wenigstens meinen Fisch aufgefüllt. Haut ab! Ja, Flügel! Ist jetzt zwar natürlich... blöd, weil hier ist überall Wasser, aber egal. Nochmal Flügel. Hau ab, Frosch. Frosch! Doch gut. Bam. Easy. Das will ich haben und die Burgen und die Kirchen und den Edelstein. Komm! Jawohl. So, ist eine Schlange gleich, genau. Der Magier, der geht auch erstmal baden. Und das im wörtlichen Sinn, aber genau, hier kommt noch einer. Gleich gestoppt. Schlange, ja. Ich erinnere mich ja noch an mehr, als ich dachte. Noch ein Leben. Ich weiß nicht, ob die Leben sich überhaupt stapeln. Also sprich, dass man mehr als 9 hat. Weiß ich gar nicht. Ich fliege einfach durch, da hinten wäre noch ein Ring. Nochmal Flügel. Oh nein, drüber! Boom! Ich benutze dich als Trampolin. Aber hat er mich mit seiner Magie noch getroffen? Der ist ja dreist. Weg, Frosch, Fisch wollte ich fast sagen. Oh, ich werde von Insekten verfolgt. Hilfe! Ich rushe in dem Spiel voll, kann das sein? Oh, gut, so einen Zwischenstopp eingelegt. So, jetzt bin ich beim Boss. Das Geschoss gefällt mir nicht. Jetzt hätte ich gern diesen Zickzack-Schuss. Dieses Geschoss, was ich jetzt habe, das bräuchte ich beim nächsten Boss, aber nicht bei dem hier. Hallo, die Teletubby-Sonne. Sieht ein bisschen anders aus. Die ist auch scheiße, weil die zwängt einen auch gerne in die Ecke. Aus einem Spuck zu Feuer. Oh, oh! Habt ihr das gesehen? Mal aufrushen. Ah! Nein! Oh! Ganz knapp. Shit! Verpiss dich!
Jawohl! Geil! Superklasse! Sollte ich das Video hier NoDev schaffen, was ich allerdings nicht glaube, dann werde ich dieses Video hier zweimal machen. Einmal mit Tonspur, einmal ohne. Weil dann gucke ich es mir wenigstens immer wieder an, bei mir. Weil ich gucke ja meine eigenen NoDev Runs und so sehr gerne. Jetzt kann man nach Ägypten. Oder vielmehr nach Afrika. Jetzt wird es erst richtig knackig. Oh, zwei Affen. Das Hummer wäre nicht begeistert. Und was klaut sie natürlich ganz klar? Ein Ägypter. Der Feuer schießt. Ja, so viele Gegner hier. Eine einzelne Ente. Spring! Oh, warum sprang er nicht? Oh, ein Vogelstrauß. Eine Kobra. Kobra, an die erinnere ich mich, dass die ziemlich fiese Sachen gemacht hat. Der Stein, der fällt runter. Der gibt das weg. Das hier ist nämlich das Schlimme an der Sache. Oh, ganz knapp. Man kann auch da nach unten lang gehen. Was das nochmal bringt, weiß ich nicht mehr. Irgendwas hat's gebracht, jedenfalls. Der gibt das auch weg. Oh nein. Schnell durchbohren. Damit ich einfach durchrennen kann. Ja. Davor hatte ich jetzt nämlich Angst, aber irgendwie konnte ich es gerade nicht verhindern. Ein dummes Geschoss. Weg! Auf Zickzack. Ah, warum springe ich? Ja, gut. Ihr seht schon, es wird schwieriger. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Oh, diese Flecken da auf dem Boden, die verhindern, dass man gut springen kann. Nein! Hab's verkackt. Ja, eins habe ich übersehen. Jetzt muss ich ja wieder am Anfang starten, das ist schwierig. Oh, Vogelstrauß. Unverwundbarkeit, nicht schlecht. Eine Statue, ja, von mir aus. Jetzt darf ich aber nicht das Zickzackgeschoss opfern. Das brauche ich jetzt. Ich kann nach oben drüber. Das ist perfekt. Mit Statue kann man das ja. Oh, Flügel, noch besser. Ja, jetzt habe ich natürlich ein dummes Geschoss. Schnell! Jetzt gehe ich mal unten lang. Shit! Oh. Ja, da konnte ich jetzt nichts tun. Ihr seht schon, ich struggle hier ein bisschen. Scheiße. Na gut. Geiles Geschoss hier. Hier in der Welt ist das Zickzack-Geschoss echt viel wert. Oh, scheiße, die Pfeile, die sind hier schlecht. Ja, schon wieder so ein dummes Geschoss. Ah, Mann. Der kann mir gar nichts. Er könnte mir nur was, wenn ich ihn reinspringen würde. Okay,
bisher No Death sieht gut aus, aber jetzt habe ich es gesagt, jetzt werde ich sterben. So, kann man das Teil hier vernichten? Ja, kann man. Und noch eine Statue. Was war denn hier oben nochmal? Gar nichts mehr in der Abkürzung, damit man den Unterweg nicht machen muss. Aber das hier sind, glaube ich, Laufbänder. Sowas in der Art. Ja, Fisch. Perfekt. Oh, die Mumien, die sind grausig. Ey, du Dummer. Zeit anhalten. Ja, nicht schlecht, aber nee. Ich will nichts riskieren. Da unten ist eine Mumie drin, oder? Ja. Oh, der hier ist fies. Genau. Oh, gerade noch. Ich müsste es jetzt timen. Oben drüber. Das ist ein Ägypter, der kann mich mal, ganz im Ernst. Hier wurden übrigens die Affen gefangen. Ach, gerade noch. Gerade noch. Fast hätte der Ägypter mich erwischt. Mein Leben. Verdammt. Ach, egal. Ich habe mehr als genug Leben gerade. Das wäre auch ein Spiel, was ich gern von Final sehen würde. Es ist so ein kurzes, knackiges Spiel für zwischendurch, was nicht sonderlich lang dauert. Zumindest für mich. Weg da! Ja, man kann die Gegner auch besiegen, indem man drauf springt, aber dann lassen sie keine Items fallen. Oh, Scheiße. Das war nicht das, was ich wollte, und die Pfeile hier brauche ich auch nicht. Ich gehe weiter. Hier war irgendwo eine Tür, oder? Ja, da. Die ist noch weiß, wow. Jetzt habe ich den Flügel, der ist nicht schlecht hier. Schneller! Oh, geil. Mit Flügel easy. Und Megakristall. Client für zwischendurch. Ja, ja, alles ein Sackeln. Ja, schießt du mir dann Feuer? Ich mach dir Feuer unterm Hintern. Oh nein, jetzt habe ich die Bälle. Kugeln. Jetzt habe ich das hier wieder. Wie geht? Nein, tu mich nicht. Ist das der bescheuerste Geschoss? Oh nein. Ich brauche was anderes, nicht die Pfeile. Flügel. Scheiße. Oh, danke. Weil vielleicht wäre es gar nicht so blöd gewesen. Oh, danke. Unverwundbarkeit. Genau das, was ich jetzt brauche. Oh, gerade noch geschafft. Genau das, was ich wollte. Shit. Ja. Das lässt sich nicht vermeiden. So, und jetzt hier durchrennen. Nein, Scheißdreck! Schneller, schneller. Übrigens, die kleinen Spinnen hier können mir auch nichts anhaben. So, jetzt muss ich da hoch. Scheiße! Was mach ich denn gerade? Schneller, schneller, schneller. Perfekt. Zwar habe ich jetzt ein bescheuertes Geschoss, aber egal. Seht schon, da hänge ich schon ein bisschen länger.
geht wieder nach unten in die Tiefen. Gegen was kämpfen wir jetzt? Es ist ein Hummer. Ein Langustengustel. So, erstmal eine reingedrückt. Man sieht hier kaum was wegen Sprite Limitations, aber ich weiß ja, wie die Geschosse fliegen. Wow, das ist auf... Was zum Geier ist das auf NES nicht so? Ich sehe gar nicht seine Geschosse. Das ist irgendwie unfair. Irgendwie sehr unfair gerade. Wow, das ist Hard Mode hier, oder wie? Was zum Geier, dieser Boss buggt sich hier rum auf dem Emulator. Für NES ist das nicht so, das weiß ich. Okay, muss ich es irgendwie so hinbekommen. Ich habe nur mehr 3 Lebenspunkte, ja, super. Ah. Ja, gerade noch gesehen. Das ist zum Geier, es ist ja Hard Mode. Oh, Geschosse. Okay, ich weiß zum Glück in etwa, wie die Geschosse fliegen. Okay, vielleicht würde ich vor allem doch vom Let's Play abraten, wenn das wirklich so ist. Oder ist es nur bei mir so? Da ist ein Geschoss. Und die Ente schwimmt nach oben. Ich muss jetzt mit dem Geschoss hier vorliegen nehmen. Kill ihn! Oh, da fliegen viele Geschosse auf mich zu. Töte ihn! Kill ihn doch! Er haut schon wieder ab. Einfach schießen. Oh nein, über mir. Nein! Ich sterbe! Nur wegen Sprite Limitations, das war unfair. Sonst wäre das No-Death gewesen. Okay, die Leben stapeln sich nicht. Ja, so kurz davor, super. Okay, wird da kein No-Death Run. Ich glaube, wenn das wirklich so ist, werde ich auch kein No-Death Run von dem Spiel machen. Weil das war echt unfair. Egal, dann wird das einfach nur so ein Let's Play. Ich habe zwar tief in mir gehofft, dass es doch No-Death wird, aber... Das ist bei den anderen Bossen nicht auch so. Okay, die Antarktis. Die ist schlimm, die habe ich als schlimm in Erinnerung. Also jetzt die letzten 3 Welten, die sind schlimm. Antarktis. Natürlich Robben und natürlich ein Eskimo, ein Inuk. Der mit Schneebällen schmeißt. Wie bösartig. Ja, der Wal hier, der ist schlimm. Das ist ein Killerwal, glaube ich. Aber die Pinguine sind auch nicht besser. Nein, ich springe auch voll in den Eisblock rein. Da ist der Eule. Nein! Der braucht so lange, um sich von Schaden zu erholen. Manchmal. Leben? Danke. Oh! Ganz knapp. Scheiß Eistapfen, hau ab. So, da wurden die Robben, glaube ich, entführt, oder? Hau ab. Oh, ich glaube, die killen instant, die Dinger. Ich glaube, da unten war irgendwas Besonderes. Außer der Tatsache, dass ich sowieso hier lang muss. Boah, weg damit. Na gut, ich könnte oben lang, aber nur wenn ich Flügel hätte. Was ich in dem Spiel ja theoretisch haben kann. Du.
muss reinhauen. Das war dumm von mir. Ich hätte gehofft, die Schlucht wäre nicht so groß. Na gut, jetzt wo sowieso kein Loader von mir wird, ist es egal. Und man startet wieder mit dem Wurzelgeschoss hier. Wie gern hätte ich jetzt Flügel. Flügel ist das easy. Weg! Ja, ne? Eine Statue, ja, das ist ja geil. Gib mir eine Ente. Ja, nein, nicht die Pfeile, scheiße. Ich brauche jetzt noch eine Ente, bitte. Oder das. Ich hätte gern die Statue behalten. Oh! Tu mich nicht, nicht nochmal. Boah, ich könnte auch nach oben springen wieder, wenn ich Glück hätte. Das Skill, was ich offensichtlich beides nicht habe. Wobei in dem Spiel kann man schon sagen, dass ich Skill habe, weil ich habe es ja als Kind schon gespielt. So. Diesmal war ich klug. Nein, Pinguin! Oh, der mir einfach die Hälfte der Lebenskraft abzieht. Oh, Unverwundbarkeit, her damit. Nicht gegen Inux. Das heißt noch Eskimos, oder? Inux. Das Volk der Inuk. Ich hätte gehofft, das geht sich noch aus. Da wollte ich zu viel. Jetzt seht ihr wenigstens mal, was das Vieh drauf hat. Da war ich gierig. Ich hätte nicht gierig sein dürfen. Komm her, Pinguin. Ja, nimm mir meine Lebenskraft. Ich habe so wenig davon. Auf der echten Ring. Hau ab, du Pinguin. Komm nochmal. Danke. Ja, tschüss, Leben. Hm, noch einer. Aua, Pinguin. Nein, das Ding da links, das hätte ich jetzt gebrauchen können. Oh, schon wieder die dummen Pfeile. Scheiße. Ja, jetzt wollte er nicht mehr springen, aber ich wäre sowieso nicht mehr rausgekommen. Ihr seht die Schwierigkeit. Es zieht an, das Spiel. Ah, scheiß Eule. Ah, Pinguin. Des Grauens. Gib zu, ich bin jetzt was aus der Übung. Eventuell. Und ja, jetzt leidet ihr. Das war wegen dem Boden. Weil dieser Boden, der hat mich zurückgehalten. Dadurch habe ich den Sprung nicht richtig abgeschätzt. Das wäre eventuell doch eine ganz gute Rage-Aktion für Feinde, wenn er es machen würde. Oh. Ist auch nicht schlecht. Weil wenn die Gegner nichts tun, habe ich meine Ruhe. Nein, Flügel! Scheiße. Ich hätte ihn auch in der Luft auffangen können, aber... Jawohl, nochmal, stopp. Und Flügel, perfekt. Geht sich aus, jawohl. Und nochmal Stopp. Gegner dürfen gar nichts mehr hier bei mir.
Das ist jetzt perfekt mit Flügeln. Kurzer Zwischenstopp. So geht das viel einfacher. Seht ihr, wie easy das mit Flügeln ist? Ein Leben. Jetzt bin ich schon so weit gesunken, dass ich Leben sammeln. Weg da. Dass ich Leben sammeln. Ja, ich möchte, wenn es geht, ein Game Over vermeiden, aber ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. So. Aber gibt es gar nicht mehr so viele Stages. Oh, da ist der Killerwahl. Schnell vorbei, bevor er wiederkommt. Dann kann ich mit Flügel alles, wow, so gut kürzen. Oder cheaten fast schon. So, ich glaube, hier war irgendwo was. Ja, das Iglo generiert Eisblöcke. Immer wieder. Okay, ich könnte nach unten lang. Scheiß mal los. Ich glaube, unten war ein besserer Weg, oder? Nee, offensichtlich nicht mit Flügel. Wow! Du Überraschungseffekt, du. So, ich zerstöre es mal. Ja, das wollte ich auch mal demonstrieren. Wenn man die Kiste zerstört, lässt die Münze fallen. Zeit, stopp! Nee, keine Ahnung, was ich jetzt eingesammelt habe. Ah, ich bin voll im Eiswürfel gelandet. Pinguine! Oh, gut ausgewichen. Ente, okay, brauche ich gerade nicht. Ah, von mir aus Eisblock. Oh, die machen mehr Schaden, als ich dachte. Oh, ab, Eisblock. So, ich habe einen Zickzackschuss eingesammelt. Jetzt geht's wieder. Das erste Level hier hat mir ein paar Probleme bereitet, aber jetzt gerade. Dank der Hilfe des Flügels scheine ich wieder zurückgefunden zu haben. Ah, ich glaube, dieses Level war auch schwer. Ja, der stellt sich auf. Oh, gerade noch. Am besten mit solchen Items durchrennen, soweit man kommt. Ja, da wäre ein Fisch gewesen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt mal vorausschießen. Oh, das wäre fast in die Hose gegangen. Ja, er hat mich erwischt. Pinguin. Na gut, solange das Eis über Wasser ist, füllt es mich auf. Wenn es unter Wasser ist, nicht mehr. Ah, da wäre noch ein neuer Flügel gewesen, den hätte ich nutzen können. Egal, da muss ich eben so damit leben. Jetzt muss ich hier landen. Ah. Da muss man aufpassen, dass das Wasser nicht schon zu hoch ist. Sonst hat man schlechte Karten, hier weiterzukommen. Okay, noch ein Flügel für mich. Gut, 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 gut. Ach, scheiße. Wobei, ob das wirklich schlechter ist als das Zickzackgeschoss. Zumindest war ein Boss jetzt. Das Zickzackgeschoss, glaube ich, blöder. Was ich jetzt bräuchte, wären die Pfeile. Die wären jetzt gut. Ja, ihr seht schon. Zu welchem Boss kommen wir jetzt? Vielleicht ein riesiger Eisbär? Nein, das ist natürlich Sir Slash oder keine Ahnung, wie der Drache aus Tabaluga heißt. Ich kenne Tabaluga nicht, also ich weiß zwar, was Tabaluga ist, aber ich habe es nie wirklich gesehen. Ja, ja, Zickzackgeschoss, herrlich, danke. Damit kann ich nichts anfangen. Ich bräuchte, ja, da sind Pfeile. Ach Gott.
Nein! Ich glaube, der kann mit seinen Batzen da auch zu mir rüberkommen. Oh. Vor allem hier lebt man wenigstens noch, wenn man die Statue verliert. Ja, super Geschoss, danke. Das ist herrlich. Auwisch. Also null. Ja, 4 Hits. Hallo, wieder eine Ente oder so für mich? Ah, shit, da hat er mich gegriffen. Hau ab. Statue. Das waren wieder gute Hits gegen ihn. Weg. Schneemann. Jawohl. Mit Statue ins nächste Level. Yeah. Alles meins. Und ich meinsch. Jetzt mit der Robbe im Gepäck. Jetzt gibt es nur mal 2 Welten, die beiden schwierigsten. Vor allem die letzte ist ziemlich gemein. Vor allem, wenn die Sprungtaste manchmal nicht springen will. Ich muss mir immer noch überlegen, was ich nach diesem Spiel hier let's playen werde, weil eigentlich ist das Spiel hier nur, damit ich einen Tag Überbrückung habe. Was werde ich let's playen? Was soll ich let's playen? Auf was habe ich Lust? Keine Ahnung, was das für Tiere sind, im Ernst. Ameisenbären? Nee, das sind glaube ich so Vögel, aber ich kenne keinen Vogel, der so aussieht. Ozeania. Nicht Australien oder so. So. Übrigens, das Ding splittet sich in mehrere kleine Echsen. Ich weiß, dass Eck. Oh nein, Känguru. Die habe ich schlimm in Erinnerung. Ja, ja, ich wollte jetzt keinen Zeitstopp. Ja, danke, noch ein. Ich brauche was nicht und krieg's. Ach. Was ist jetzt los? Ja, wenigstens bin ich in der Statue, kann ich da unten entlang gehen. Nicht erochen! Und den darum habe ich getroffen. Was ist das schon wieder für ein komischer Strauß? Toll, die Pfeile, die bringen mir nicht so viel hier. Na egal. Ich kriege immerhin nicht so viel Schaden. Durch deren Geschosse gar keinen. So, einfach. Wenn so eine Statue auf so eine Mini-Echse darauf fällt. Arme Hexe. Bam, ihr könnt mich nicht aufhalten. Oh, nur der Indianer, der kann's. Aber selbst der nicht. Oh, ich bin Fisch. Nein! Wow. Will so ein Indianer einfach so auf so einen kleinen Fisch aufspringen? Was ist denn das für einer? Oh, Rochen gegen Fisch. Fisch gewinnt. Ausweichen! Wow. 3 Rochen, ja geil. So. Da hinten. Heilung. Aua. Komm mir nicht so nahe. Ich könnte Narcissu dann auch let's playen. Ich könnte Project Zero 3. Ich könnte. Ich habe kurz überlegt Spyro 2, aber nö. Ich spontan gerade keine Lust mehr dazu. Was gäbe es sonst noch für Spiele, die ich jetzt playen könnte? Einen weiteren Kingdom Hearts Teil? Powerblade, auch als Kurzprojekt? Ich meine, ja, warum nicht? Powerblade auch als so ein Kurzprojekt wie das hier, allerdings würde ich von Powerblade dann Parts machen. Starte, ja, ich versuch's, weil hier gibt's, soweit ich weiß, nichts, wo ich mich durchbohren müsste. So. Boomerang gegen die Statue schmeißen. Oh Gott! Weg da, schnell. Ich
gerade das Geschoss, auf das ich jetzt am meisten Bock hätte, aber... egal. Weg da, Rochen! Schnell rausziehen. Augenverwundbarkeit, schnell. Rennen. Leben. Jawohl, der ist auch tot. Man kann mit der Unverwundbarkeit auch diesen Ballon am Ende platt machen, das weiß ich. Oh, neue Starter, her damit. Da unten wartet schon der nächste. Oh, Boomerang. Flügel. Geil. Ja, damit. Ich glaube, der müsste da unten jetzt sein. Da. Genau da. Komm her. Ich schmeiß dir Bälle an den Kopf. Übrigens, wenn man diesen Ballon gewähren lässt, kann er das Wasser steigen lassen. Oh, der Flügel bleibt von dieser Plattform da unten unberührt. Ja, das hier, es fängt schon super an, seht ihr? Da muss man schnell reagieren, das kommt in der letzten Welt auch ein paar Mal vor. Oh, Känguru. Und was hat das Känguru da geworfen? Waren das Feigen? Nö, glaube ich nicht. Oh, weiß. Na, egal. Hau ab! Oh, da ist wieder was Weißes. Perfekt. Falls wieder so ein blinkender Trank kommt. Oh, seht ihr, der zum Beispiel. Ich war durch das Spiel durch. Sieht jetzt hier bei mir so einfach aus, aber es ist tatsächlich anspruchsvoller, als man glaubt. Hier kann ich dieses Spiel an sich ganz gut. Flügel und Unverwundbarkeit. Egal, ich gehe weiter. Hab keine Zeit! Oh no, weg da! Ich spring dir auf den Kopf rum. Eingeborener. Aborigine. Das waren doch die Aborigines in Australien. Ich glaube schon. Bin mir sogar ziemlich sicher eigentlich. Lass dein Bumerang bei dir. Scheiße, ich werde sterben. Doch nicht. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich glaube, jetzt kommt auch ein Gegner, den ich nicht mochte. Aber mein Geschoss für den Gegner ist jetzt gut. Das finde ich auch interessant. Jeder Boss hier, da braucht man andere Geschosse. Man kann ihn zwar, man kann jeden Boss zwar mit normalen Geschoss, also mit jedem Geschoss besiegen, aber einige sind für einige Situationen besser als andere. Seht ihr eine Mega-Wespe, die irgendwie eine zweite Wespe auf ihren Rücken trägt, oder nicht auf ihren Rücken, aber... Oh, seht ihr, das meine ich. Shit. Egal, ich habe ihr gut Schaden zugefügt. Ja, wenn sie das Geräusch macht, dann will sie einen anstürmen. Ja, da muss man weg. Ich habe schon viel Schaden genommen. Ich passe gerade überhaupt nicht auf, kann das sein? Oh, ich wollte mir gerade den Flügel da oben holen, aber sie ist tot. Perfekt. Bis auf meine Fails in der Eiswelt da, läuft es eigentlich ganz gut. Wie das Teil guckt. Es guckt mich so ganz unschuldig an. Tu mir nix. Warum es jetzt lila ist, habe ich auch keinen Plan. Die letzte Welt, Asien. Und Asien ist ziemlich groß. Na, welches Tier kann man in Asien wohl befreien? Hm? Ganz genau, es ist die Raupe. Nee, es sind natürlich die Panda-Bären. Und wer ist der Böse? Ein Japaner, ein Samurai. Nein, es ist... ein Karateka. Karatemeister. Warum auch immer ein Shaolin-Mönch einen Panda gefangen nimmt, aber. Habe ich auch keine Ahnung. Kann mir vielleicht wer erklären? Natürlich das Krokodil da. Das ist richtig böse.
Und es macht Damage ohne Ende. Natürlich, was uns heilt, sind Yin-Yang-Symbole. Eigentlich müsste der Karateka von eben dadurch Heilung bekommen, nicht wir. Die können übrigens ziemlich hoch springen. Oh! Ja, damit. Das könnt ihr euch angucken. Und je nachdem, wie viele Gegner man besiegt, steigt die Punktzahl. Seht ihr, jetzt sind es 500, dann sind es 250. Oh, diese Drachen sind auch gemein. Ja, die da. Die sind übel. Einfach ignorieren. Gar nicht erst battlen. Ich nehme schon eine Stunde auf. Ja, Flügel, danke. Brauche ich jetzt aber gerade nicht. So, hier mal kurz rasten und wieder wegfliegen. Mit den nötigen Techniken funktioniert das alles ja problemlos. Oh, das hier ist gemein. Los geht's. So, mal hier stoppen. Ah, genau, hier will ich eine Statue haben. Der Tintenfisch da unten macht auch Trouble. Nein! Oh! Noch immer der mich jetzt nicht getroffen hat, aber ich hinterfrag's gar nicht erst. Oh, der Schwamm da oder was auch immer es sein soll, hat mich erwischt. Das ist nicht so gut. Aua. Egal, draufhauen, draufhauen! Buttmashing, jawohl! Hallo. Lasst regnen. Lasst Hirn regnen, ich meine Gemüse. Früchte. Oh, das ist fies. Oh. Man kann auch vom Bild zerquetscht werden, deswegen ist das fies. Wie viel Schaden macht der Typ? Nein! Eine Statue, die brauche ich jetzt aber gerade nicht. Ich bleibe bei meinem Flügel. Nein. Ich bevorzuge so eine Variante. Schon mal vorausballern. Oh nein! Natürlich wechsle ich jetzt die Waffe. Ja. Ah, Fledermäuse. Fledermäuse sind eigentlich in Europa beheimatet, wenn man es genauer nimmt, und nicht in Asien. Aber gut, dass es hier... Oh nein, der Böse! Dass es hier keine Wölfe gibt. Weil die wären auch eher europäisch beheimatet. Schnell drunter durch, jawohl. Oh nein, noch einer. Hau ab. Fisch da unten gefällt mir nicht. Noch mehr Fische. Oh, Unverwundbarkeit. Und ein Leben, danke. Jetzt bin ich wieder auf 9 Leben, das ist gut. Der Karateka kann weg, der kann auch weg. Hier kommt noch einer, oder? Ne, hatte ich falsch in Erinnerung. Okay, kurz hier zwischenlanden. Scheiße! Den wollte ich nicht, den Fisch. Egal. So, ich muss warten. So, jetzt. So, mal kurz hier warten. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Flügel! Verdammt. Egal, ich habe Fisch. Und so hoch wie das Wasser jetzt schon ist, ist Fisch, glaube ich, klüger. Weg! Perfekt. Gut, in den Fisch kann ich nicht sterben, weil ich mich jederzeit in den Fisch verwandle, sobald ich das Wasser berühre. Das ist auch gemein. Seht ihr? Oh nein, mehr Spatze als ich dachte. Oh, Flügel, geil! Und Unverwundbarkeit. Herrlich kann das Leben sein. Ah, Fisch. Egal. Noch ist die Unverwundbarkeit da. Ja! Statue wäre auch nicht schlecht. Das ist der Pfeil, den brauche ich nicht. Und bevorzuge ich jetzt aktuell Zickzackgeschoss. Oh, Zeitstopp. Gut. Spring auf deinen Kopf rum.
Schnell durch, 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 durch. Weil der Scheißdreck. Ich hätte gerne Flügel behalten, wenn ich ehrlich bin. Oh, Fisch, danke. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Sollte alle Ressourcen, die Viecher, sollte alle Ressourcen, die man hat, auch nutzen. Aha. Keine Ahnung, was das jetzt sind. Irgendwelche Teufel. So, jetzt würde da oben der Hintergrund abblättern und mich angreifen. Ich habe ja Zeit gestoppt. Weg da, Kraken. Sollte bald beim Ende sein, glaube ich. Ah, Angriff des Hintergrunds. Angriff aus dem Hintergrund. Ich aus dem Hinterhalt. Perfekt. Nein. So. Und hier ist alles eben. Ich kann nicht die Kette zerstören. Jetzt kommt der widerlichste Boss von allen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich hoffe, den schaffe ich, ohne großartig viel Leben zu verlieren. Seht schon, es werden Steine geworfen. Es ist vielleicht ein Golem. Eine Steinechse. Nein, es ist natürlich der Teufel, der hässlicher nicht sein kann. Und das Schlimme an dem Boss ist, es ist Wasser unterhalb. Und das Wasser steigt natürlich auch mit der Zeit. Und wenn ich Pech habe, dann versinke ich im Wasser und sterbe. Haut ab, ihr Steine. Vor allem, ich muss warten, bis die Steine groß genug sind, um sie dann zerstören zu können. Die kleinen Teufel, die er da ausspuckt, damit ich dann Flügel und so weiter bekomme. Oder lässt er nur Enten fallen? Hau ab von mir! Ja, super. Hier kann man sich nicht mal retten. Egal. Ich habe genug Leben, das sollte ich schaffen. Ich hatte zwar ein bescheuertes Geschoss, aber... Hallo! Komm hoch, lass dich deine Steine die Arbeit machen. Ja. Toll, ein Leben verbratzt, ohne ihn Schaden zu machen. Es gibt auch einen Teufel in Kitty Chaos. Also im Gameboy-Spiel. Der war wesentlich besser als der hier. Ich will Schaden nicht nehmen. Weil mit dem Geschoss kann man ihn so gut wie nicht treffen. Nicht anständig. Aua. Ja, jetzt kommt er her. Super. Eigentlich hat man die ganzen Leben nur im Kampf gegen den hier. Ganz im Ernst. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel überhaupt Continues gibt. Ja, natürlich taucht er unter mir auf. Dieser hässliche. Ich müsste näher an ihn ran, um mir Schaden machen zu können. Da seht ihr, der verfolgt mich. Ist ja gemein. Gemeingefährlich ist der. Jetzt haut er wieder ab. Das Wasser steigt immer mehr und mehr. Wow. Ist er wieder jetzt unter mir? Ach nein! Soll man da anständig ausweichen? Oh, ganz, ganz knapp. Oh, das war gut, Schaden, jawohl. Ich habe zwar ein paar Leben verloren, aber egal, ich habe ihn besiegt. Gut, so viel steht fest, ich werde für das Spiel keinen Not-Death-Run machen, weil ich wüsste nicht, wie man den Boss hier anständig machen könnte. Egal. Einmal kurz das komplette Spiel zeigen, das geht auch. Ist ein nettes Spiel. Es macht immer wieder Spaß. Wahrscheinlich ist es für Ungeübte schwieriger als wie für mich, aber. Naja, es macht Spaß. Oh, tschüss. Viel Punkte. 1 Million.
You found 6 secret rooms. Ja, ich habe auch nicht genau danach geguckt. Und da ist noch irgendwas. Achso, die Credits. Fuck! Egal. Ich wollte mich eigentlich Wool nennen, aber gut. Ja, ein schönes, nettes Spiel für zwischendurch, was ich jetzt danach Let's Playen werde, weiß ich immer noch nicht. Ich werde mir irgendwas ausdenken. Das war Noahs Arche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.